Six Olympics. Was geht ab, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem Video. Dieses Video geht viral, weil wir heute Alpagan treffen. Also ich würde sagen, bevor das ganze Video beginnt und ich auf die Suche gehe, oder euch erkläre, besser gesagt, ich war schon auf der Suche und euch erkläre, worum es hier geht, jetzt einfach mal erstmal einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, ein Kommentar wäre ganz cool, was ihr von dem ganzen Thema haltet. Und natürlich auch ein Like. Ein bisschen was für den Algorithmus, ihr wisst Bescheid. Ich habe nochmal reingeschaut, 98% der Leute sind aktiv. Aber wenn es Richtung Kommentare oder Abonnenten geht, inaktiv. Mehr als die Hälfte ist inaktiv. In Richtung Aktivität. Obwohl sie aktiv zuschauen. So. Und achtet bitte darauf, dass ihr auch nicht im Kognitorfenster seid oder euren scheiß Adblocker anhabt, ja? Okay. Ich würde sagen, viele haben sich das gewünscht. Jetzt kommen wir zum Punkt. Viele haben sich das gewünscht, Alpagan. Ich war also unterwegs heute und habe ihn getroffen. Ich habe das Foto seht ihr nochmal, ja. Blende ich hinterher nochmal ein. Und seht ihr auch natürlich in den Thumbnail, okay. Ich war unterwegs. Ich habe ihn gesucht. Ich musste auch gar nicht lange suchen. Ich will auch nicht sagen damit, dass er irgendwie leicht zu finden ist, aber ich war in Schöneberg unterwegs, war auf der Suche nach Alpagan und viele haben gesagt, geh mal zu The Hood. Berlin-Schöneberg, Innsbrucker Platz. Bin da hingegangen, war erstmal keiner da. Bin abends später nochmal hingegangen, heute. Ja, und da war er plötzlich da. Er saß halt ganz normal, hat Shisha geraucht. Ich dachte mir, komm, ich will ihn gar nicht stören. So, ich meine, ich dachte mir so, ja, wie sprichst du ihn am besten an, damit es auch vom Zusammenhang her, besser ankommt, so was ich meine. Damit man da nicht so komisch wie so ein Lurch rüberkommt, wie so ein Fanboy-mäßig. Weil dem Vibe müssen die Leute schon so ein bisschen mitbekommen, ja. Dass sie sehen, ey, ich mache das nicht wegen dem Fame oder irgendeiner Scheiße. So. Ja, auf jeden Fall bin ich hin, hab dann einen Typen angesprochen von dem, also nicht ihn direkt. Bin hingegangen, hab die einen von denen angesprochen und meinte, ja, Alpagan und so. Der meinte, ja, der sitzt da. Soll ich den Bruder rufen? Ich meine, nein, lass ihn sitzen, lass ihn ruhig rauchen und sein Spiel spielen da. Die haben Karten gespielt, keine Ahnung, Brett, Spielbrett. Ja, auf jeden Fall sagt er, ist kein Problem, ich gehe jetzt rüber. Bleib mal kurz hier oder komm mit. Er hat dann trotzdem gesagt, so, ich frage ihn. Ich habe ihm die Lage erklärt, er meinte, ich frage ihn. Aber er meinte dann trotzdem, komm mal mit. Ich bin einfach mitgegangen. Scheiß drauf, dachte ich mir. Was soll denn da passieren, so was ich meine. Ich bin hin, der Alpa hat mich angeguckt. Alpa-Meister meinte er so, Abi, guck mal hier, Kollege hier, der will was von dir. Ich bin hingekommen, er hat mir sofort die Hand gegeben, ohne Wenn und Aber. Sofort Stuhl freigemacht. Ihr müsst euch vorstellen, ja, so ein richtiger Ehrentyp, ne? Also so ein richtiger Ehrentyp. Ich bin hin, der kennt mich nicht mal. Der steht vom Stuhl auf, gibt mir die Hand und macht den Stuhl sofort bereit. Alles gut, setz dich hin, mach mit und so. Ich dachte mir, geil. Also komme ich gerade auf jeden Fall gut gelegen. Und der ist nicht sauer oder sowas. Ihr wisst ja, manchmal sind Leute komisch drauf und so. Oder haben die vielleicht einen schlechten Tag. Kann ja alles passieren. Ja? Und ja, auf jeden Fall bin ich dann hin. Der hat mir einen Stuhl angeboten, was zu trinken angeboten, setzen, mitspielen, Shisha rauchen, alles so auf den Nacken. Ich meine, ich dachte mir, okay, gut, geiler Typ, könnte ich eigentlich auch machen, aber komm, wir quasseln jetzt dicht. Ja. Hab ihn dann angefragt, so auf dem Motto, Interview, ich bin YouTuber, ich mache ein bisschen YouTube. Ja, von wegen, ich bin YouTuber, ich bin kein YouTuber, ich bin ganz normaler Mensch, der die Leute einfach unterhalten möchte. Und ihr seid nicht Fans, sondern ihr seid Brüder, ja, Community von Brüdern. Auf jeden Fall meinte der, worum geht's genau? Ich meinte, YouTube hier, die Stars hast du nicht gesehen, hast du vielleicht ein bisschen Zeit? Er meinte, ja klar, ich bin ja gerade auch frei und so, aber was, worum geht's denn genau? Ja, dann habe ich halt gesagt, ja, so ein bisschen Interview, wenn nicht schlecht. Und ich frage halt Leute nach tieferen Sachen so, zum Beispiel, was ist der Sinn des Lebens von dir aus und so. Und da hat er auch gleich gesagt, Bro, 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 ich meinte, ja, was ist denn? Er macht zwar Sachen, aber er gibt schon so vor lange keine Interviews mehr. Und ich war so ein bisschen enttäuscht, meinte dann so, hat er wahrscheinlich meinen Blick gesehen so. Ich meine dann so, warum denn? Was ist da los denn so? Er meint, nein, hat nichts mit dir zu tun, sondern allgemein macht er schon seit ein halbes, knapp eineinhalb Jahren schon oder so. Hat irgendwas von einem halben Jahr, da hat er ein Jahr gesagt, macht er schon lange nichts mehr. Weißt du, ich meine? Und ich meine, in welchem Bezug denn? Er meint, ja, ich mache keine Interviews mehr lange, bin auch ein bisschen ruhiger geworden, bin auch so ein bisschen aus der Szene weg, wollte mich sammeln und so. Und jetzt erstmal wollte ich keine Interviews geben. Dann habe ich nochmal nachgehakt, ich habe es nochmal probiert. Ich meine, Bro, ich weiß und so, aber lass wenigstens ein Foto machen. Der meinte, ja komm, wenn du ein Foto machen willst, lass uns schnell mal erstmal ein Bild machen. Aber für das andere ging nicht in Frage. Der hat nochmal kurz überlegt und meinte, nee, Bro, ich muss da passen.
wenn er was Neues rausbringt in Zukunft oder sowas rausbringen möchte, dann hält er lieber den Ball flach. So was ich meine. Und ja, auf jeden Fall meinte der Interview, legt das Strick ab. Aber ich dachte mir, schade, aber jetzt habe ich ihn trotzdem gesehen. Geil, ich meinte zu ihm, schade, wirklich sehr, sehr schade. Ich glaube schon, dass die Leute gerne wissen würden, was du sozusagen hast. Oder so ein Interview mit dir wäre auch nicht schlecht. Wie gesagt, ich mache dann weiterhin trotzdem meine Sachen, Freunde. Ich werde euch Orte zeigen, Essen testen in Berlin oder außerhalb. Jetzt werde ich viel mehr verreisen Richtung Deutschland, Westdeutschland, NRW und hast du nicht gesehen. Aber das, dachte ich mir, behalte ich bei als Format. Mit Rappern treffen, Rapper suchen, mit ihnen sich unterhalten. Die zeigen mir ihre Hood, wo sie aufgewachsen sind. Ich finde das sehr, sehr interessant, weil das eigentlich noch wirklich keiner macht. Das habe ich ihnen dann auch nochmal erklärt. Er meinte, ich muss trotzdem wirklich passen und so. Hat doch nichts mit Management zu tun oder so, sondern ich bin einfach weg von der Szene. Ich habe alles satt gehabt, hat er erzählt. Ich habe einfach erstmal gar nichts mit dieser Szene zu tun. Ich dachte mir, alles klar, Bro, ich respektiere das. Wenn du das sagst, ist kein Ding. Dann hat er gesagt, ich bin sozusagen draußen. Der will jetzt in Zukunft zwar was machen, aber er meinte jetzt erstmal, will er seine Ruhe. Und die Ruhe will er genießen. Und da darf auch kein J6, so auf dem Motto, mit dazwischen kommen. Ich habe zu ihm gesagt, Bro, I love you, Bro. Scheiß drauf. Alles cool. Respektiere ich, wie gesagt. Und ja, hinterher seht ihr auf jeden Fall nochmal zum Schluss das Foto mit ihm. Blende ich euch ein, so für 8 Sekunden. 5, 6, 7, 8 Sekunden. Ja, und dann seht ihr ihn ja. Wir haben uns getroffen. Richtig cooler Typ. Gute Ausstrahlung. Er ist auch gar nicht mal so jung. Also er ist nicht mehr so jung wie... Also ist nicht mehr von den Jüngeren so, so auf dem Motto. Kein Newcomer oder sowas. Den kennt man schon. Der ist schon so ein bisschen oldschool, ja. Ich meine, sogar von ihm habe ich selbst damals gehört. So, und ja, wir haben uns dann verabschiedet. Der meinte dann auch, willst du dich nicht hinsetzen, ein bisschen rauchen, ein bisschen trinken oder so, willst du nicht dabei sein auf dem Motto. Kannst dich auch dazu gesehen spielen. Ich meine, nein, Dankeschön. Ich muss auch noch weiter, aber ich danke dir auf jeden Fall, dass du so ehrlich warst. Und ja, ich persönlich für mich, ihr habt es in die Kommentare geschrieben, ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn gesehen. Für mich ist die Aufgabe erledigt. Okay? Und ja, das Thumbnail und das Foto als Beweis. Und schon wieder Sirene in Berlin geht wieder ab, Digga, Alter, ja. Sogar am Brandenburger Tor bin ich gerade. Ja, Freunde, ich würde sagen, einmal in die Kommentare, was denkt ihr über diese Situation? Was würdet ihr machen? Ja, und war das okay von ihm trotzdem? Ich fand das sehr, sehr korrekt. Ich meine, nicht jeder möchte auch irgendwie jetzt laufend auf YouTube zu sehen sein oder im Fernsehen. Wie gesagt, er wollte seine Ruhe. Der meint, er braucht eine Regeneration, also eine Art Pause. Er ist auch aus der Szene raus, will auch mit der Szene nicht so viel zu... Er hat zurzeit mit der Szene an sich noch nicht so viel am Hut. Weil nur vieles falsch ist und sehr viel Destruction läuft, ja. Das gefällt ihm so nicht. Ich fand das real, weil meiner Meinung nach ist es meistens so, Rapper, die nicht zu sehr in die Kamera springen wollen, sind immer sehr real, ja. Ja, weil ein Gangster sagt nicht, ich bin ein Gangster vor der Kamera, so auf dem Motto. So hat er mir das klar gemacht, ja. Und ich habe das sehr respektiert. Aber auch dennoch, und wenn, es gibt auch richtige Gangster oder Gangster-Rapper, die es trotzdem vor die Kamera gehen. Ich meine ja nur so, weißt du, ich meine... Trotzdem war es cool, war eine coole Begegnung. Ich habe Alpagan getroffen und ich war ihm sehr, sehr dankbar. Wir haben uns die Hand geschüttelt, der hat mich nochmal eingeladen, wie gesagt. Ich dachte mir, nein, ist alles okay. Alles okay, ich bin dann reingehauen, habe mir den E-Scooter genommen, bin wieder gegangen. Ja, ich will aber damit nicht sagen, dass er jeden Tag anzutreffen ist. Ich hatte echt Glück gehabt. Ja, Leute aus der Instagram haben mir dann gesagt, ey, geh mal dahin, der ist jetzt gerade da. Ja, ich bin auch dafür sehr, sehr dankbar, meine Community, ob auf YouTube oder Instagram, ihr seid krank. Ohne Scheiß, Freunde. Ihr seid krank, Amana Zickzack. Ihr verratet mir einfach, wo die ganzen Leute chillen. Und ich gehe da einfach hin, ohne Gnade, Alter. Da guckt er auch so, wie ist denn das jetzt? Der kommt, was will er so auf dem Motto? Aber seine Körpersprache war dennoch positiv. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, spielt nicht zu sehr an euch selber rum, sonst rutscht einer aus. Peace. Daumen nach oben, abonniert, aktiviert und kommentiert, was ihr davon hält. Peace out, yo. Mein Name ist J6. Grüße ihn raus an Alpagan. Love you, bro. Peace. Ach ja, check meinen Zweitkanal aus. Unbedingt. J6 TV unten in der Infobox und folgt mir auf Instagram. Pah!